zu Reno. Mokuccino. Gaming-Pals. Willkommen zurück bei Open Game Night. Und servus, ich bin der Mo. Ich bin der Hector und wir machen heute die letzte Folge für Dead Nation vorerst. Also für heute, ja. Es ist ja mal genug. Ja. Jetzt kommen sie gleich von allen Seiten. Naja, es geht. Ich höre schon wieder einen. Oh. Hier ist sogar ein Schlitzi. Wir sind tot. Wir sind beim Tod. Es waren jetzt also zwei Schlitzi, ein Springer und ein Schlitzi. Also Jungs, macht's gut. Das war schön mit euch. Ich bin der Mo. Lass mal kommen, rennen wir mal hin. Er hat mir einmal getroffen. Oh, oha. Ich bin tot sowieso. Ich weiß nicht, was ich tue. Alter. Ja, ich bin weg. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Ja, findest du. Nee. Alles gut. Der Schlitzi ist der größte Drecksack der Welt. Ja, der Schlitzi. Ja, der heißt so. Ja gut, ich habe auch gerade nicht mehr geschaut, wo ich bin. Ich bin einfach nur gerannt und dann hat sich irgendwas bewegt. Die Autos sind hochgegangen. Und dann auf einmal war ich tot und dachte mir so. Aber wir haben keiner der Schaden genommen. Ja, du hast ein Medikit aufgenommen vorher gerade. Bounce! Scheiße. Die mich verarschen! Das wird hinkauen. Naja, aber ich glaube, das wird lange hinhauen. Ich glaube es auch nicht. Liegt da was links neben dir, direkt links neben dem Boden? Nee. Das ist einfach nur Leben. Ein Fehler und Dreck. Was hältst du von XCOM 2? Finde ich geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob es so geil kommt zum Zuschauen. Ja, aber ich weiß, wir zwei hätten einen riesigen Spaß. Oh ja. Weil du kannst einfach alles verändern an den Soldaten. Und übertrieben aufwerten. Bestimmt auch. Aber du kannst sie individualisieren bis ins kleinste Detail. Und ich glaube, wir werden uns einen riesigen Spaß dran haben. Ja, ist das Spiel schon draußen? Ja, klar. Seit wann? Boah, seit Mitte letzten Jahres, ach, Herbst letzten Jahres. Das ist das zweite draußen. Ich meine, wir haben das erste, das Add-on, nicht durchgezockt. Das normale haben wir durchgespielt. Ja, das war aber auch der Oberhammer. Hey, Bam Peng. Bam Peng und Markus Becker. Und Markus Becker haben es gerissen. Der Bam Peng hat den letzten Schuss gemacht. Ja, mit seinem ja. Scharfschützengewehr in den Kopf von dem bösen Super-Alien. Richtig. Und das Spiel, das hat schon glücklich gemacht. Definitiv Action-Cam und Feldposition. Feldposition. Nee, also es war ein Traum auf dem Spiel. Also das heißt, ja, ich werde es noch nicht machen. Ja. Irgendwann einmal. Ich glaube, es kostet gar nicht mehr so viel, 30 Euro, 40 Euro. Ja, passt ja. Ja, jetzt guck ich mal. Momentan hauen sie ja so Mordor Schatten für 19,99 raus. Ja, das habe ich ja. Ja, ich meine nur, aber das ist brutal. Ja, aber das ist schon ein bisschen älter. Aber es ist ein tolles Spiel. Ich habe mir echt überlegt, das als Solo-Ding zu machen. Und dann hat es mein kleiner Bruder gefragt, ob ich das zu Hause habe. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist frisch eine PS4. Der ist jetzt 17 geworden im Januar. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel? Ab 16. Keine Sorge, ich halte mich da schon dran. An diese, also bei meinem kleinen Bruder halte ich mich schon an diese ganzen Altersbegrenzungen. Nee, ich habe keinen Stress, ich habe keinen Bock Stress auf, beziehungsweise Stress mit meinen Eltern. Was soll ich Dualfeldspieler geben? Und ich so, so sorry, ich habe nicht drauf geschaut. Ich hab 18, der ist 17, egal. Egal. Das ist ja, was ich mit 15 gespielt habe. An dir selber rum? Weil es euch nie für mich interessiert hat. Ja, an mir selber rum auch mit. Ja. Wenigstens sind wir jetzt wieder alle zusammen. Ah, es geht gleich los, ne? Vorsicht! Ja, der ist tot. Ich hab's ja gerade wieder mal auf deinen geschaut, aber es hat anscheinend trotzdem gewirkt. Ja, wir haben dieselbe Richtung gezielt, das war immer gut. Ich glaub auch. Das ist der Abzug, gell? Du verreckst, wir verreckt alle mal grauenvoll. Du musst die, glaube ich, mal löschen. Du musst die mal löschen. Ich würde dich gerne löschen, aber das geht leider nicht. Ja, aber das geht leider nicht. Kommt da nochmal ein Schlitzi. Das ist okay, ich bin bereit. Ich schließe mal zusammen. Schlitzi?
Pizzy Boy. Oh, Vorsicht. Ah, ja. Ihr legt zwei Minen aus. Dann sollte das Baby hinhauen. Na, sprengt's einfach mal alles. Es ist nur die Frage, wo ist denn so Schlitzi? Wenn du dir das alles... Danke. Genau. Hast du genommen? Ja. Ich genommen. Okay, passt. Schlitzi? Schlitzi! Schlitzi, es ist kein Schlitzi da! Haben wir schon zusammengeschossen? Nee, oder? Vielleicht kommt er nur einmal, wer weiß. Lass die mal, also, Schlitzi? Ja, ich hab nichts dagegen, wenn er nicht kommt, also so ist er nicht, aber ich bin gerade ein bisschen skeptisch, wisst ihr? Der kommt dann, wenn alle kommen. Natürlich. Ich hab einen Boomer, ich hab einen Boomer. Vielleicht. Hm. Hä? Ah, ist ein Schlitzi. Töte mich! Fuck! Wichser! Hm? Das war jetzt aber nix, ne? Nee. Nochmal. Letzter Versuch. Ich hab das Auto gerade verschoben, ich fand's gerade so sexy. Tier! Ah. Ich hab ihn gerade so noch erwischt, den Schlitzi. Bist du untere links? Ja, ich hab's dann auch gemerkt. Und da hab ich mir grad so den Arschloch gerettet, hey. Ich hab dir grad so den Arschloch gerettet, was? Ich hab den Arschloch gerettet, ja. Das lieb ich. Ich lieb diese Minen, das lieb ich richtig hart. Bounce. Das ist nochmal eine. Na komm. Ja, also. Ja, die beste Waffe im Moment. Nee. SMG. SMG. Einfach ins Gesicht schießen. Das ist, glaube ich, die Taktik. Die Taktik für alles. Mini ausgelegt. Legen wir hier gleich nochmal eine aus. Warte. Gut. Da ist der Schlitzi, da ist der Schlitzi. Ah! Ihr habt nicht damit gerechnet, dass der jetzt kommt. Der war vorher ganz spät da und jetzt kommt er auf einmal sofort, oder wie? Du kleine Drecksau, wirklich. Ach du Scheiße, jetzt sind sie wieder hinter dir. Hey, ja! Vielleicht funktioniert's. Nein, wir aber müssen da oben durch. Ja. Okay. Aber er war schon ein guter Plan von mir, ne? Ja. Durchrennen, alles rauswerfen, was ich habe. Fuck! Oha. Oh, falsche Waffe. Ich habe irgendwas gelegt. Ich glaube, es war Mini. Ja, es war Mini. Sehr gut. Dann machst du mal nichts falsch. Ja, boah. Nee, darf man gar nicht. Jetzt geh halt hin. Danke. Hinter dir. Kommen sie alle. Dappenläufer. So hab ich... Wieso? Wieso hab ich das gemacht? Weiß ich nicht. So. Schrotflinte. Und gleich zurückgehen, pass auf. Und zwar jetzt. Zurück, zurück, zurück. Ich versuche, aber leg grad nach. Ich hab auch nochmal eine Mine gelegt. Jetzt müsste Schlitzi gleich kommen. Da ist er. Ah! Was? Was? Sie bin gelaufen! Du dreckiger Wichser! Den interessieren keine verdammten Fucking. Ne, null. Der Wichser. Und jetzt hat er mich schon wieder zerlegt. Ich bin gelaufen! Vielleicht schaffe ich es ja diesmal.
Ich glaube, du musst alle umbringen, bevor du da oben reinkommst. Ja, ich glaube, das können die schaffen. Unten ist Munition. Ja. Hey, ich hoffe so sehr. Vielleicht schaffe ich es. Das gibt's doch nicht. Der kann mich doch nicht einfach so. Ich bin nicht einmal neben ihm. Vielleicht bin ich neben ihm gestanden. Okay. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Das nervt mich. Also, Leute, drückt mir die Daumen. Hast doch alles. Du hast noch alle Minen, du hast noch ein Dynamit und du hast 4 Molotow. Also, ich glaube, gegen die Kleinen hilft der Flammenwerfer auf jeden Fall. Elendig gut, ja. Ja. Der Wichser auch noch. Genau, zwingen sie in so einen Engpass, dann kriegst du sie alle auf einmal. So Sparta-Style. Ja, Mann. Gut. Okay. Da ist einer. Hä? Ja, ja. Hey, immerhin. Okay. Weiter geht's. Ah, der Wichser auch noch und der Wichser. Der. Also, du hast noch mindestens einen Schlitzi vor dir, einen Springer und einen Boomer. Ach, Gott sei Dank. Wir wollten es nochmal gesagt haben. Ja, ich hebe mir die letzte Scheiße auch jetzt auf. Mal einfach mit Intelligentkeit machen. Hinter dir. Yes. Arschloch. Mit Intelligentkeit musst du das machen. Ja. Yes. Jetzt komm schon. Komm schon. Na klar. War klar, dass wir besiegen. Da oben ist ein großer. Der große. Gott sei Dank liebt er es. Mhm. Ah, dafür. Ich meine, das ist super, aber für 4 Leute. Bam, bam, bam. Gleich 3-mal gesprengt. Das ist super. Der Schlitz ist da auch noch, ne? Ja. Also ich glaube, ich habe einen gesehen. Ich höre ihn doch. Ja. Ah, das interessiert mich. Ach, das ist nicht ernst, oder? Renn nach unten. Und jetzt schieß drauf. Wow! Alter, fick dich doch! Schrotzlinde. Ich hab nichts mehr. Trifft doch eine Schrotzlinde noch. Wo? Klingenkanone. Schieß auf den Wichser. Ah, der rennt jetzt nochmal durch den. Ach du Scheiße. Oh, ist das euer Scheiß Ernst, oder? Ja, anscheinend. Du musst, glaube ich, näher hin für die Schrotzlinde. Bitte, bitte, lass auf sein. Ja, wir sind im Ruder. Und damit beenden wir die heutige Folge von Open Game Night. Oh. Ich bin der Mo. Ich bin der Hector. Und der Typ ist der Knaller. Ja, schon also so Last Man Standing habe ich drauf. Gerockt wie Sau. Ja, aber es war schon ein bisschen Angstbissi dabei. Das ist nett. Ich glaube gern. War dabei. Jetzt erstmal Pipi machen gehen. Muss so richtig gescheit. Du drückst gerade sauber die Blase. Ja, bei mir aber auch. Mach's gut. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Servus.